Hallihallo, ich bin's Kira von Traumhaftes Stempeln. Eigentlich wollte ich euch ein ganz anderes Video drehen. Ja, aber für das, was ich eigentlich basteln wollte, fiel mir auf, dass ich kein passendes Designpapier habe. Weil ich wollte es recht bunt halten. Ich meine, wir haben draußen triste Jahreszeit, warum nicht Farbe ins Spiel bringen? Und in dem Fall habe ich mich für Farben wie Wassermelone und Pazifikblau entschieden. Ja, aber da passte nichts so wirklich zu. Also habe ich mein eigenes Designpapier gemacht. Wie man das macht, das möchte ich euch jetzt mal in einem kurzen Video erklären. Das ist nämlich gar nicht schwer. Das hier ist in dem Fall schon eine fertige Variation, die ich gemacht habe. Wenn man sich das selber macht, nimmt man am besten einen Bogen Flüsterweiß oder Grundweiß, sucht sich ein Stempelset aus. Ich habe gedacht, wir arbeiten mal mit unserem Tintentraum. Das ist ja eines der Produkte aus unserer Celebration. Sprich, wenn ihr jetzt Januar oder Februar für 120 Euro bestellt, könnt ihr euch dieses Stempelset ja, kostenlos mitnehmen. Hier sind nämlich schöne Motive drin. Ich finde den Kolibri total schön. Ich finde aber auch den Schmetterling und die Zweige sehr gut. Und genau damit arbeiten wir jetzt. Vorhin habe ich das gemacht, dass ich mir die Motive erstmal wild aufgestempelt habe in Schwarz. Da das aber ein bisschen düster wirkt, möchte ich mal gucken, wie das Ganze wirkt, wenn wir dazu Anthrazitgrau nehmen. Das heißt, ich nehme mir erstmal mein Stempelkissen und mein Designpapier und dann stemple ich wirklich wild drauf los. Ich setze irgendwo den ersten Stempel, drehe das ein bisschen, dann kommt der hier nochmal hin. Ganz wie ihr möchtet, nach Lust und Laune, das ist euer eigenes Designpapier. Da gibt es kein richtig und kein falsch. So, machen wir hier oben nochmal einen hin. So, ich würde mal sagen, ein Schmetterling ist das schon ganz cool. Dann kommen wir jetzt gleich zu den Kolibris. Aber ich muss zwischendurch meinen Stempel sauber machen. Geht ja mal sehr gut in der Schrubbkiste. Dann nehmen wir als nächstes, also arbeitet euch ruhig von den großen Motiven zu den kleinen hin, denn die großen brauchen am meisten Platz. Bei denen habe ich ja drei relativ große Motive ausgewählt, da ist es noch egal. Aber ich habe so einen kleinen Lückenfüller auch noch mit dabei und wenn wir den gleich nutzen, machen wir das zum Schluss. Ihr könnt auch über den Rand hinaus stempeln, das habe ich vorhin ja auch gemacht. Denn das Designpapier hört ja im Prinzip nicht auf, nur weil das Blatt zu Ende ist. So. Und ich möchte gerne auch noch die Blume drin haben. Dann bauen wir die doch jetzt auch noch mit ein. Ihr könnt hier zum Beispiel auch, wenn wir beim neuen Mini-Katalog bleiben, den Hortensienpark nehmen. Oder ewiges Grün aus unserem Jahreshauptkatalog geht hierfür mit Sicherheit auch sehr, sehr gut. So. Die Blätter ranken hierbei. Ihr müsst das nicht so voll machen, ihr könnt das auch offener, leerer gestalten. Das ist ganz so, wie ihr das gerne haben möchtet. Hier rutscht schon was ins Bild, was ich euch noch gar nicht zeigen wollte. Habt ihr schon mal einen Vorgeschmack bekommen, was als nächstes kommt? So. Ich würde sagen, an den großen Motiven reicht mir das so. Dann können wir das Ganze gleich schon mal füllen.
fangen wir mal mit dem Schmetterling an. Den habe ich in Wassermelone gemacht. Und hier wundert euch nicht, gerade Rottöne bleiben immer ein bisschen im Silikon drin. Das ist aber gar nicht schlimm und eher ein Zeichen für die gute Qualität davon. So. Sieht eigentlich richtig klasse aus. Ja, das auch so ein bisschen wasserfarbenartig gemacht ist. Also ich finde das Stempelset richtig gelungen. Und einen haben wir noch. Dann haben wir das Wassermelone. Auch schon wieder fertig. Die Zweige müssen gleich natürlich grün. Grün machen wir zum Schluss. Vorher mache ich noch meinen Kolibri und den machen wir in Pazifikblau, weil das einer der Farbtöne ist, wo mir das DSP dafür fehlt. So. Gut, dass es nicht auf dem Bild gelandet ist. So. Haben wir noch da mal noch ein Stück Kolibri. Ja, es wirkt schon gleich ganz anders, ob man schwarz nimmt oder ob man, ja, ich brauche noch ein bisschen Reiniger, oder ob man das Anthrazit nimmt. Ich zeige euch gleich am Ende mal den Vergleich. Hierbei musste ich erstmal wirklich gucken, wie man das auf die Blätter setzt, aber es gehört genau so rum. Das ist ja das Schöne, man kann durchgucken und kann erstmal so lange drehen, bis man das Ganze passend findet. Und durch den Wasserfarben-Style passt es ja auch nicht hundertprozentig drüber. Aber es ist echt schön gemacht, auch hier, dass manche Stellen halt satter sind mit Farbe. Und manche ein bisschen weniger Farbe drin haben. Wir kommen der Sache näher. So langsam wird es ein richtig schönes, buntes Designpapier. Oben habe ich noch einen Zweig, der hier so ein bisschen drauf ist. Ja, je nachdem, wie es jedem Einzelnen gefällt, kann man das Ganze so lassen. Oder man kann die Zwischenräume noch ein bisschen füllen. Dafür gibt es ja auch immer verschiedene Möglichkeiten. Was ich immer ganz gut für sowas finde, sind diese Pünktchen hier. Vorhin hatte ich das in Sahara-Sand gemacht, aber ich denke mal, jetzt machen wir das noch mal ein bisschen
ins Grün. Zack. Einfach hier nochmal ganz Freischnute die Kleckse mit einbringen. Und die hat man eigentlich bei relativ vielen Stempelkissen so oder so ähnlich dabei. Oder halt andere tolle Dinge, die man super gut für solche Lücken nutzen kann. Schon sieht das Ganze noch ein bisschen unruhiger aus, ein bisschen mehr Wusel, aber Kolibris und Schmetterlinge sind ja auch nicht die ruhigsten Vertreter. Wenn die durch die Lüfte gleiten, gerade die Kolibris mit ihren vielen Flügelschlägen. So. Ja, ich glaube, so lassen wir das Ganze. Ja. So schnell hat man sein eigenes Designpapier gemacht, also sehr, sehr gute Art, wenn man einfach nicht die passenden Farben beisammen hat. Und hier sieht man jetzt mal alle beiden im Vergleich. Das hier ist das Ganze, wo wir das Anthrazit genommen haben, Anthrazitgrau und in grünem Apfel gestempelt haben. Hier habe ich schwarz genommen, das Memento-Stempelkissen. Und habe das Ganze in Sahara-Sand hier zwischengestempelt. Also zwei wirklich gute Varianten und die werdet ihr demnächst in einer meiner Videos wiederfinden. Viel Spaß dabei und gutes Gelingen!